Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wer mich nicht kennt, mein Name ist Selina und auf diesem Kanal kommt Schul- und Abi-Content, so wie heute, und auch Au-pair-Content, da ich danach für ein Jahr als Au-pair in die USA fliegen werde. Und heute geht es um mein Abi-Zeugnis, also um meine, warte, ich lese kurz vor, Zeugnis zur allgemeinen Hochschulreife. Ich dachte, ich erzähle euch mal so, wie das eigentlich aussieht, also viel zeigen kann ich nicht, einfach weil es auch ein Dokument ist. Also wer mich die letzten Jahre verfolgt hat, weiß, wie meine Noten waren. Die 11 hat leider nicht mitgezählt. Wer mich länger verfolgt, weiß, dass ich in der 11. so einen Höhenflug hatte. Ich war 1-Komma-Schülerin, ich war richtig gut. Und dann hatte ich einen Burnout und dementsprechend habe ich eher auf mich geachtet. Falls ich rot wirke und schwitze, dann tut es mir leid, aber es ist verdammt nochmal warm in diesem Raum. 12. und 13. waren dementsprechend, ich würde sagen, so mittelmäßig. Also jetzt nicht so besonders gut, nicht besonders schlecht. Generell bin ich eine Schülerin, die nicht besonders gut ist, aber auch nicht besonders schlecht. Also so Mittelding, ja. Hier hat man quasi einmal aufgezählt auf der ersten Seite. Kann ich euch leider nicht zeigen, weil hier auch sehr viele private Infos von mir drinstehen. Aber hier sind einmal alle Noten aufgelistet, also von der 12. und von der 13. Erstes Halbjahr, zweites Halbjahr, drittes Halbjahr, viertes Halbjahr. Genau, alle aufgezählt. Und die, die nicht mitgenommen wurden, sind in Klammern gesetzt. Das sind zum Beispiel 3 Spanischnoten, aus guten Gründen. Das erzähle ich euch gleich. 2 Chemienoten, 2 Kunstnoten, Entschuldigung, und 3 Sportnoten. Was ich übrigens nicht so ganz verstehe, aber ich denke mir, das wird alles seinen Grund haben. Ansonsten ist, glaube ich, alles mitgekommen. Dann haben wir auf der nächsten Seite einmal die ganzen Prüfungsergebnisse, das heißt schriftlich und mündlich. Ich habe schriftlich in allen 3 Fächern, das sind Dänisch, Englisch und Deutsch, 7 Punkte bekommen und ich musste 25 erreichen. Also wir haben noch 4 Punkte gefehlt, was nicht unnormal ist. Also es hat eigentlich fast so gut wie jeder gehabt, also jedem, den ich so gesprochen habe, so zu 80% hatte das auch so mindestens 2 bis 4, wenn nicht sogar mehr Punkte. Es gab Leute, die hatten es schlimmer, dementsprechend bin ich da ganz dankbar. In den schriftlichen ist auch ich nicht eher, ist auch nicht so eher meine Stärke, dachte ich zumindest. Ich muss sagen, die Prüfungen waren auch ein bisschen hart, die mündlichen im Endeffekt. Also Bio war für mich auf jeden Fall härter als gedacht, aber auf jeden Fall muss ich sagen, so im Nachhinein, I don't care. Also es hat mich auch bis jetzt noch niemand nach einem Durchschnitt gefragt und ich werde ihn auch in diesem Video nicht erwähnen. Das war mir sehr wichtig, das gesagt zu haben, weil ich habe einfach auch ja bei einer Influencerin auf TikTok gesehen oder bei einer Content Creatorin, sie heißt Sinne, die macht auch Study With Me Streams und da habe ich bei ihr auch schon mal gehört, dass sie gesagt hat, ich mache das nicht, weil ich möchte nicht, dass andere Leute sich mit mir vergleichen und ich möchte nicht, dass man sich nur ein Bild über einen Menschen macht durch den Durchschnitt des Abiturs und das fand ich, hat so Sinn ergeben, dass ich gedacht habe, Junge, das mache ich auch. Also weiß ich nicht, deswegen sage ich meinen Durchschnitt nicht, weil ich finde auch nicht, dass das wichtig ist und ich finde nicht, dass es irgendwas über einen Menschen sagt. Also so viel dazu. Die Noten, die mit reingekommen sind, sind alle meine dänischen Noten, alle meine deutschen und englischen Noten, einfach weil das unter anderem meine Prüfungsfächer sind. Das sind einmal 8 Punkte, 9 Punkte, 10 Punkte, 10 Punkte, 8, 9, 8, 8, 7, 7, 8, 8. Also das sind immer so, zwischen 7 und 10 ist alles dabei. Dann habe ich eine Spanischnote. Ja, die schlimmsten Fächer, oder man kann halt auch sehen, wie man sich halt verbessert und verschlechtert hat. Bei den meisten Noten habe ich mich eigentlich verbessert, außer richtig rapide Spanisch verschlechtert. Richtig rapide. Also da bin ich von 9 Punkte in den ersten Halbjahr der 12. auf 4 Punkte runter. Das muss man sich mal geben. Ich hatte auch schon 3 Punkte im dritten Halbjahr, also im ersten Halbjahr der 13. Und dann hatte ich mich noch rapide verschlechtert in Kunst. Ganz klar lag das bei dem Lehrerwechsel. Man sieht es auch ganz gut hier, weil in der 12. hatte ich noch 10 und 11 Punkte und in der 13. hatte ich erst 7 und jetzt habe ich 4 Punkte. Also das fand ich schon krass, ja. Fand ich schon heftig. Wo ich mich noch so ein bisschen schon schon ordentlich verschlechtert habe, ist Chemie. Da habe ich erstes Halbjahr der 12. 10 Punkte gehabt und jetzt letztes Halbjahr 6 Punkte. Ich muss aber auch sagen, ab einem bestimmten Zeitpunkt habe ich schon gerafft, okay, Chemie wird eh zur Hälfte nicht mit in mein Zeugnis reinkommen. Also und im Bio habe ich mich verbessert. Also bei Bio ist genau das Gegenteil gewesen. Da war ich am Anfang bei 8, nee, bei 9 und dann bei 8 Punkten, da war ich noch sauer, weil ich einen Punkt weniger hatte, obwohl ich mich im Bio richtig meiner Meinung nach verbessert habe. Und dann hatte ich halt einen anderen Lehrer im Bio in der 13. Zack, 13 Punkte. Also das war, ja, war schon funny. Sonst habe ich mich da mal einen Punkt verbessert in der Zeit. Zum Beispiel in Vipo bin ich von 9 auf 10 Punkte in der Zeit. Philosophie von 10 auf 8 Punkte runter. Ja, Dänisch habe ich mich 2 Punkte verbessert. Deutsch habe ich mich 2 Punkte verbessert. Englisch auch 1 Punkt. Ansonsten also so halt keine fetten Wendungen oder so. Also
in der Zeit habe ich halt sehr auf mich geachtet, auf meine Psyche. Das hat mir auch sehr geholfen. Also das hat mir das ein oder andere Mal wirklich den Wertesten gerettet. Ich muss aber dazu sagen, meine letzte Prüfung, meine letzte schriftliche Klausur, also nicht Prüfung, sondern Klausur, das war Wirtschaft, Politik. Da hatte ich einen kleinen Aussetzer, weil ich habe eigentlich gar nicht geschlafen. Ich habe die Nacht durchgemacht, weil ich war hammerlange krank. Corona hatte ich und auch meine Familie. Und zu dem Zeitpunkt hieß es noch, wenn du jemanden im Haus hast, der auch Corona hat, dann musst du ja zu Hause bleiben oder deine Quarantäne verlängert sich. Und dementsprechend war ich irre lange zu Hause. Und am nächsten und am ersten Schultag danach hatte ich halt die Klausur. Und ich habe die ganze Nacht durchgelernt, weil ich hatte das total verpeilt, also bin ich ehrlich. Dementsprechend ging es mir am nächsten Tag richtig, richtig, richtig dreckig. Und ich habe das Ganze ein bisschen überschätzt und habe erstmal eine Panikattacke bekommen. Das war ein sehr großer, so ein Rückwurf einfach. Aber ansonsten, das war so meine letzte Panikattacke in der Klausur. Gott sei Dank. Fingers crossed, dass das auch nie wieder passiert. Alter, dieser Hubbel, das nervt mich so krank hier oben. Bitte ignoriert das, sonst kriege ich einen Anfall. Aber die mündlichen habe ich dann noch rausgehauen und habe bestanden. Meine Fremdsprachenniveaus, also diese Niveau-Dinger, ich habe keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt, ja, ich bin ehrlich. Aber in jeder Sprache gibt es ja ein Niveau und es wird ja auch unterteilt in Buchstaben und Zahlen. Und ich habe in allen Fremdsprachen, das sind Dänisch, Englisch und Spanisch, tatsächlich, ich glaube in Spanisch hat der Junge aber ein bisschen gelogen, dieses Niveau, was man hätte erreichen können, das höchste, was ich hätte erreichen können, das habe ich auch erreicht. Ich glaube, das ist in Spanisch nicht ganz wahr, richtig. Aber es ist das höchste, was ich hätte erreichen können, aber es entspricht eigentlich nicht der Wahrheit. Aber ist egal, ist okay. Das ist so basically it. Ich habe das, warum auch immer, dreimal, also wir haben ja so einen Umschlag gekriegt und ich habe das, warum auch immer, dreimal da drin gehabt. Genau das gleiche, dreimal. Und das Original. Also ich weiß nicht, ob das irgendeinen Hintergrund hatte. Aber ich dachte, bevor das Video hier zu theoretisch wird, zeige ich euch irgendwann was Lustiges, weil ich habe auch mein Jahrgangsbuch bekommen. Ich zeige jetzt mal nicht die Vorderseite, weil hier steht alles drauf. Aber ja, wir haben unser Jahrgangsbuch bekommen und ich dachte, ich zeige euch mal mit einer Seite so ein bisschen und lese mal so ein bisschen vor, beziehungsweise erzähle ich mal von den Rankings. Die Rankings, muss ich sagen, habe ich ausgewertet. Also ich war diejenige, die das gemacht hat und auch ausgewertet hat. Dementsprechend wusste ich schon im Voraus, dass ich, wo wie auch immer, in welchen Rankings bin. Und ich war erstaunt darüber, in wie vielen Rankings ich bin. Vor allen Dingen hatten wir Klassenrankings, weil wir sind halt ein riesiger Jahrgang. Es kennt nicht jeder jeden. Deswegen haben wir Klassen- und Jahrgangsrankings gemacht, weil ich fand, das war fair. Aber ich habe ein richtig schönes Bild. Ich weiß nicht, ob ich das so gut zeigen kann, ohne meinen Nachnamen zu zeigen. Da kann man das ganz gut sehen. Und ansonsten hat man hier noch so Instagram und YouTube. Fand ich auch ganz lustig. Und dann haben wir die Rankings. Hast du gelacht? Also, und zwar die meisten sind auf Deutsch oder auf Englisch, aber wenn die Dänisch sind, dann übersetze ich sie einfach. Also erstmal Klassenrankings, und zwar da bin ich erstmal zweiter Platz Schreber, was ich gar nicht verstehen kann, aber ist okay. Also habe ich tatsächlich, es gibt hier so einige Rankings, die kann ich total verstehen, weil ja, man hat so halt seine Hintergründe so dahinter, sag ich mal. Aber so Streber habe ich gar nicht verstanden. In der 11. ja, aber sonst halt gar nicht. Erster Platz Stresser. Ja, ja, das haut hin. Ich bin schon ein kleiner Stresser. Ich mag es nicht, wenn Dinge auf den letzten Drücker erledigt werden. Deswegen drehe ich auch gerade an einem Sonntag, wo mein letztes Video online gekommen ist. Man könnte es sich, ich meine, ja, stimmt. Ich bin schon ein kleiner Stresser. Ich habe Dinge gerne schnell erledigt. Besonders in der 11. habe ich es mir direkt angewöhnt, am selben Tag die Sachen zu erledigen, wie ich sie aufbekommen habe. Zum Beispiel auch Hausaufgaben und so. Abgaben habe ich in der 11. auch noch nicht gezogen am ersten Tag. Inzwischen habe ich es, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Aber ja, aber ansonsten, ich verstehe schon den ersten Platz. Das macht schon Sinn. Erster Platz Workaholic ist schon fast ein Kompliment. Ich bin halt wirklich auch aktuell, bin ich, dadurch, dass wir jetzt auch keine Schule mehr haben und nichts mehr, bin ich aktuell komplett nur von meinem Freund und ich bin nur noch hier, um zu arbeiten. Also ich bin nur noch hier, um YouTube zu machen oder USA irgendwas vorzubereiten oder irgendwas anderes. Also ich kann das schon verstehen, das macht schon Sinn, ja. Und man hat auch das Gefühl, ich bin nur noch am Arbeiten. Also wenn ich so überlege, was für Gespräche man führt in der Schule, da denke ich, dachte ja auch so, also wo ich das gelesen habe, war ich so, ja gut, die müssen doch, ich denke, ich bin nur noch am Arbeiten, weil ich hatte ja auch meinen Nebenjob und so und habe irgendwie nur darüber erzählt. Kann gut sein. Den verstehe ich gar nicht. Erster Platz Erbsenzähler. Das habe ich gar nicht verstanden, bin ich ehrlich. Hat für mich keinen Sinn gemacht. Ich habe da jemand anderen am ersten Platz gesehen, aber fand ich funny. Zweiter Platz Kaffee-Junkie. Ja, haut hin. Ich habe gern diesen kalten Schüttelkaffee oder diesen kalten, wir nennen den kalten Kaffee zu Hause. Den habe ich super gerne morgens mit, weil ich kann morgens nicht so gut warmen Kram trinken. Also so kalt, also warmen Kaffee. Ich sag mal, mein Lieblingsding morgens war eigentlich der kalte Kaffee im Bus. Ja, also ja,
bisschen kalter Kaffee, ja, ist okay, ist okay. Erster Platz, Kontrollfreak. Mein Freund würde jetzt sagen, oh ja, schon. Es gibt aber schlimmere Leute bei uns in der Klasse, das muss ja sein. Also ja, ich bin auch so ein kleiner Kontrollfreak. Ich kontrolliere sehr gerne. Gestern Abend erst, ich bin so jemand, wenn ich irgendwo wegfahre, wo viele Menschen sind, gucke ich 50 Mal nach, ob ich mein Portemonnaie und mein Handy in der Tasche habe. Gestern war Abiball und meine Tasche hatte mein Papa vorne. Und ich glaube, ich habe 5 Minuten, nachdem losgefahren sind, habe ich gefragt, Papa, ist mein Handy in der Tasche? Papa, ist mein Portemonnaie in der Tasche? Also ich bin, okay. Ja, ja, okay. Ich war auch so mit 13, 14 so ein Mädchen, das immer geguckt hat, wo der Freund über Snapchat ist. Ja, so eine war ich. Im Nachhinein schäme ich ein bisschen dafür. Erster Platz, Schleimer. Ist auch so ein Ding, das war ich in der 11. Ja, ja. Nicht bei jedem Lehrer. Also tatsächlich gibt es so 1, 2 Lehrer, wo viele sagen, ja, da warst du voll der Schleimer. Wo ich gesagt habe, nein, einfach, die sind einfach entspannt gewesen. So, das war nicht Schleim, das war einfach nur, ich konnte mit denen gut um. So. Ja, aber sonst doch. Doch, ja. Bei den einen oder anderen musste man teilweise echt schleimen. In der 11. Klasse habe ich das Schleim auch für mich entdeckt, muss ich ehrlich sagen. Dann hatte ich erster Platz Influencer der Klasse. Mit Abstand tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht, weil, na gut, es gibt jetzt keine anderen Content Creator in meiner Klasse, aber es gibt trotzdem Leute, die gerne was posten. Und es gab auch irgendwie einen Insider mit einer anderen Klassenkameradin, aber keine Ahnung. Aber fand ich lustig. Denn Jahrgang. Und über das erste habe ich sehr gelacht. Und zwar, also das übersetze ich jetzt. Erster Platz wird zuerst Mutter. Freunde, hä? Also da muss ich wirklich sagen, da bin ich schlecht gestaunt. Also da hätte ich andere Leute auf dem 1., 2., 3. Platz erwartet, als mich und 2 andere. Ja, mir wurde dann gesagt, dass sie mich gewählt haben, einfach weil ich ja recht viele Geschwister habe und halt nonstop mit meinen Geschwistern am Machen bin. Nonstop ist gelogen, aber ja, ich mache schon viel mit meinen Geschwistern und das macht dann auch schon Sinn, wenn man Außenstehender ist, nicht viel von mir weiß und nur das mitbekommt. Ja gut, dann kann ich es verstehen, aber ansonsten, erst mal geguckt so, hä? Okay. Dritter Platz, Selfie Queen. Das kann ich gar nicht verstehen, denn ich habe wortwörtlich nicht ein Selfie auf meinem Handy von mir. Nicht ein einziges. Also die einzigen Selfies, die ich mache, sind für meine Thumbnails. Das war es halt auch schon. Mehr Fotos habe ich von mir nicht. Oder wenn meine Mama von mir... Das sind ja keine Selfies. So. Deswegen habe ich den dritten Platz Selfie Queen gar nicht verstanden. Bin ich ehrlich. Das habe ich gar nicht verstanden. Das verstehe ich auch immer noch nicht. Zweiter Platz, arrangiert. Ich habe jemand anderen da erwartet. Ach, fand ich funny. Fand ich funny. Ja, ist okay. Also ja, ich bin schon recht arrangiert. Wenn ich helfen kann, dann helfe ich gerne. Ich habe meine Softbox gestern zum Beispiel mit zum Abiball genommen, damit die Fotografin noch ein Licht mehr hat. Just in case, dass sie halt noch mehr Licht braucht. Einfach, weil ich es habe. Also ja, sonst nicht. Also, ja. Zweiter Platz, Profitgeil. Da habe ich auch erstmal nicht schlecht gestaunt, muss ich sagen. Da muss ich erstmal überlegen, wie Profitgeil. Habe ich erstmal rumgefragt, was meint ihr mit Profitgeil? Also, inwiefern? Kann ja sein, dass sie das falsch verstanden haben. Weiß ich nicht. Dann haben halt viele gesagt, ja, nee, du bist einfach, du machst einfach so ein Eindruck. Das Ding ist, nimmt man das als Kompliment oder nicht? Also, man kann es in gewissen Perspektiven als Kompliment nehmen. Aber in dem Moment war ich so, Nee. Funny Story, ich habe Influencer auch als Jahrgang-Ranking gehabt. Weil das auch andere Jahrgänge gehabt haben. Aber ich habe es männlich und also mit Influencer und Influencerin, ich bin auf beiden Platz 1. Also da auch mit fettem Abstand. Ich glaube, man hat das ja so Prozentanzeigen gesehen. Ich habe es bei Google gemacht. Und ich wurde zu 54% gewählt. Das, was ich heftig finde, weil wir sind halt ein paar mehr Leute in der Klasse. Oder im Jahrgang, besser gesagt. Deswegen, ich wusste gar nicht, dass mich so viele Leute kennen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich generell in irgendeinem Jahrgang-Ranking zu sehen bin. Weil die Hälfte kennt mich gefühlt nicht. Deswegen war ich so, hä? Okay, cool. In dem Text, der übrigens nicht von mir geschrieben wurde, der wurde von 2, 3 Freundinnen geschrieben. Ich kann ja versuchen, so gut wie es geht zu übersetzen, aber ich bin kein Übersetzungsgott, sag ich, wie es ist. Wenn es in unseren Rankings Kategorien darüber geben würde, wessens Präsentation das schönste Layout hat oder wer am besten mit kleinen Kindern interagieren kann oder wer immer weiß, wann die wichtigen Daten sind, dann würde Selina immer mit Abstand gewinnen. Deswegen passt es auch so gut, dass sie nach dem Examen ein Jahr als Au-pair in die USA nehmen wird und sie sich in die Rolle als unterstützende und organisierende Rolle in einer amerikanischen Familie rauswerfen möchte. Ich hoffe, der Satz war jetzt richtig aufgebaut. Freunde, wenn man ein Icebreaker-Thema braucht, um Selina am besten kennenzulernen, eignet sich das Au-pair-Thema oder ihr Traumjob als... Oh Gott, wie heißt das nochmal? Oh, ich vergesse das immer. Entweder fällt mir das Wort auf Dänisch nicht ein oder auf Deutsch. Hebamme, meine Güte. Oder ihr Traumjob als Hebamme
eignet sich da perfekt. Sina kann darüber stundenlang reden, wo man auch schnell erkennt, wo man schnell ihre Passion für das Thema erkennt. Über die Themen zu sprechen, die sie berühren und sie versucht, anderen zu helfen, das macht Lina auch digital. Es ist sehr schwer, das zu übersetzen. Hallo, die Waldfee. Auf ihrem YouTube-Kanal. Wir sind sicher, dass, falls wir in den nächsten Jahren weniger mit ihr in Kontakt sind, dass wir immer auf ihrem YouTube-Kanal gucken können, was sie jetzt gerade macht. Und wenn man sie nicht mehr länger auf den sozialen Medien sehen kann, dann kann das ja sein, dass sie unsere eigene Hebamme ist. Aber bis dahin wünschen wir dir ein richtig schönes Jahr in Kalifornien. Fun Fact, zu dem Zeitpunkt war es noch nicht mal klar, dass ich nach Kalifornien komme, tatsächlich, aber funny story. Im Nachhinein komme ich nach Kalifornien, ist auch egal. Aber bis dahin wünschen wir dir ein richtig schönes Jahr in Kalifornien und wir wissen ganz genau, dass du dich darauf freust, dahin zu kommen und hoffen, dass du ein schönes und lustiges Jahr hast und dazu kommst, mal ein bisschen runterzukommen. So, overall. Ich habe das Buch jetzt gestern, das ist auch schon voll zerkratzt, weil das Cover nicht so gut gewählt ist. Sorry, aber ich war ja mit dem Komitee, also ist ja auch meine Schuld. Also ich fand das Buch richtig cool. Das ist halt richtig dick, ne? Das ist halt, ne? Und es ist halt sowas wie Abi-Zeitung, nur halt Abi-Buch. Also bei uns heißt es Blobo. Ich habe keine Ahnung, warum es Blobo heißt. Blau heißt blau, deswegen ist es auch blau, denke ich mal. Keine Ahnung. Aber ich bin richtig, richtig happy. Ich habe mich richtig gefreut, als ich das gestern in den Händen gehalten habe, weil ich habe das tatsächlich vorher nicht zu Gesicht bekommen. Selbst obwohl ich da eine ganze Kategorie komplett selbst gemacht habe. Außer das Goodie-Seiten selbst habe ich nicht gestaltet, das hat jemand anderes gemacht. Ich denke mal, das war jetzt so mein letztes Video bis dato über mein eigenes Abitur. Es wird natürlich noch Abitur-Content kommen nächsten Sommer. Of course, Entschuldigung. Jetzt nächste Woche fängt die Back-to-School-Reihe an. Endlich. Ich bin die ganze Zeit schon am Planen und am Filmen und am Gucken und am... Ja, und so weiter und so fort. Also ich bin schon die ganze Zeit am Machen und am Tun im Hintergrund und freue mich riesig auf dieses Jahr, auf die Back-to-School-Reihe und hoffe, ihr seid auch prepared. Ich bin richtig hyped. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.